Es ist mit Sicherheit seit langer Zeit eines der meistbeachtetsten Bauvorhaben im deutschen Schienenverkehr. Vom 15. Juli bis 14. Dezember 2024 ist die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim zur Generalsanierung der Strecke voll gesperrt. Die Strecke soll für die Zukunft fit gemacht werden und als Teil des bis 2030 aufzubauenden Hochleistungsnetzes künftig ein deutlich störungsärmeres Reisen auf den wichtigsten Hauptmagistralen ermöglichen. Nachdem das Projekt als solches und der Ablauf der Bauarbeiten bereits vielfach beleuchtet wurden, möchte ich mich in diesem Video speziell mit dem beschäftigen, was auf diesem Kanal schon immer im Vordergrund stand, nämlich die Erläuterung des Verkehrskonzepts während der Sperrung. Viel Spaß! Zunächst müssen wir uns einen Überblick darüber verschaffen, welche Verkehre auf der Riedbahn und den betroffenen Umleitungsstrecken planmäßig stattfinden. Dabei beginnen wir mit der Riedbahn selbst und dort zunächst mit dem Fernverkehr. Jeweils stündlich verkehren hier Fernverkehrszüge der Achsen Südwestdeutschland-Berlin und Südwestdeutschland-Ruhrgebiet-Hamburg, bei denen es sich aufgrund der Variation der Laufwege um insgesamt 4 zweistündige Linien handelt. Diese bilden in Mannheim immer einen Umsteigeknoten, bei dem bahnsteiggleich umgestiegen werden kann. In der einen Stunde trifft sich hier die Linie 11 von München über Stuttgart, Frankfurt, Erfurt und Leipzig nach Berlin mit der Linie 43 von Basel über Karlsruhe, den Frankfurter Flughafen, Köln, Dortmund und Bremen nach Hamburg. Und in der anderen Stunde dann die Linie 12 von Basel bzw. teilweise Interlaken über Karlsruhe, Frankfurt, Kassel und Braunschweig nach Berlin mit der Linie 42 von München über Stuttgart, den Frankfurter Flughafen, Köln, Dortmund und Bremen nach Hamburg. Alle Linien verkehren mit ICE-4-Triebwagen und aufgrund des Mannheimer Taktknotens immer kurz hintereinander über die Riedbahn. Während die Linien 42 und 43 zur Fahrt nach Hamburg einen Umweg über Nordrhein-Westfalen einlegen, verkehren die Linien 20 und 22 auf direktem Wege in die Hansestadt, ergänzen sich dabei aber nur nördlich von Frankfurt zum Stundentakt. Die Linie 20 ist unterwegs zwischen Zürich und Hamburg und fährt vereinzelt bereits ab Chur oder weiter bis Kiel. Die Linie 22 hingegen kommt nur aus Stuttgart und macht zwischen Mannheim und Frankfurt einen Abstecher über den Frankfurter Flughafen inklusive Fahrtrichtungswechsel. Auch diese Linien verkehren beide mit ICE-4-Triebwagen. Allein mit diesen 6 Linien ergibt sich pro Stunde ein Fernverkehrsaufkommen von 3 Zügen pro Stunde und Richtung entlang der Riedbahn. In einigen Stunden kommt ein 4. Zug hinzu. Dabei handelt es sich 6-mal am Tag um Züge der Linie 82 Frankfurt-Paris mit ICE 3 Velaro oder TGV-Zügen, 1-mal am Tag um die Linie 84 nach Marseille mit TGV-Zügen und 1-mal am Tag um die Linie 85 nach Mailand mit Schweizer ETR 610. Eine direkte Fahrt von Frankfurt nach Mannheim dauert mit den meisten Fernzügen 38 bis 40 Minuten, die in der Gegenrichtung meist 35 bis 38 Minuten. Vom Frankfurter Flughafen nach Mannheim und umgekehrt benötigt man in der Regel 30 bis 32 Minuten. Neben diesem reichlichen Fernverkehr verkehrt auf der Riedbahn selbstverständlich auch Regionalverkehr. Die gesamte Strecke wird vom RE70 Frankfurt Hauptbahnhof Mannheim Hauptbahnhof befahren, der außerhalb der jeweiligen S-Bahn-Einzugsgebiete, also zwischen Richard Godelau und Großrohrheim, überall hält.
Er verkehrt stündlich mit Twindex Doppelstock-Triebwagen der Baureihe 446, meist mit einzelnen 3- oder 4-Teilern, theoretisch im Berufsverkehr in Doppeltraktion. Da die Verfügbarkeit dieser Fahrzeuge seit längerem nicht dem Soll entspricht, dreht auch regelmäßig eine Doppeltraktion der älteren 425 hier ihre Runden. Die Fahrt von Frankfurt nach Mannheim dauert immer 1 Stunde und 7 Minuten, die in der Gegenrichtung immer 1 Stunde und 10 Minuten. Wie angesprochen, verkehren ausgehend von Mannheim und Frankfurt auch S-Bahnen. Ausgehend von Frankfurt ist dies die im 30-Minuten-Takt verkehrende S7 der S-Bahn Rhein-Main nach Riedstadt-Goddelau. Auf der S7 verkehren Elektrotriebwagen der Baureihe 425 von Montag bis Samstag meist in Doppel-, sonst in Einfachtraktion. Die Gesamtfahrzeit schwankt aufgrund unterschiedlicher Überholungen zwischen 35 und 45 Minuten. Aus Richtung Mannheim verkehrt bis Großrohrheim die S9 der S-Bahn Rhein-Neckar. Sie ist stündlich unterwegs und verkehrt mit Elektrotriebwagen des Typs Mereo alias Baureihe 463. Vereinzelt verkehrt die S9 durch bis Karlsruhe, wo die S-Bahn ebenfalls diese Liniennummer trägt, meist endet sie aber in Mannheim Hauptbahnhof. Im Berufsverkehr kommt stündlich die S8 hinzu, die zwischen Mannheim und Biblis verkehrt, allerdings im Stadtgebiet die Strecke über Käfertal bedient. Sie verkehrt etwa 4-mal am Tag. Auch die Fahrzeiten dieser beiden S-Bahnen schwanken infolge unterschiedlicher Überholungssituationen. Sie liegt von Mannheim nach Großrohrheim meist zwischen 28 und 33 Minuten, in der Gegenrichtung analog. Zudem verkehren auf der Strecke nördlich von Groß-Gerau-Dornberg im Schnitt 0 bis 1 und südlich davon 1 bis 3 Güterzüge pro Stunde. Parallel zur Riedbahn verlaufen einerseits die Main-Neckar-Bahn, nach der östlich der Strecke verlaufenden Bergkette auch als Bergstraße bezeichnet, von Frankfurt über Darmstadt, Bensheim und Weinheim nach Heidelberg, und andererseits die Verlängerung der linken Rheinstrecke von Mainz aus über Worms und Ludwigshafen nach Mannheim, die beide wie die Riedbahn zweigleisig und elektrifiziert sind. Während aber die Riedbahn für Tempo 200 ausgebaut ist, kann auf diesen Umleitungsstrecken nur maximal 160 km/h schnell gefahren werden. Auch auf diesen beiden Strecken ist eine Reihe an Zügen unterwegs, die hier ebenfalls kurz betrachtet sein sollen, da viele von ihnen eine Rolle beim Umleitungskonzept spielen. Auf der Main-Neckar-Bahn verkehren jeweils zweistündig die ICE-Linien 26 Stralsund-Karlsruhe und 62 Frankfurt-Klagenfurt. Die Linie 26 verkehrt mit ICE-T-Triebwagen, die Linie 62 verkehrt im Misch mit kurzen ICE-4 und lokbespannten IC-Garnituren der ÖBB. Beide halten in Darmstadt, Bensheim und Weinheim und ergänzen sich zwischen Frankfurt und Heidelberg zum Stundentakt. Zu diesen Fernzügen gesellen sich auf der Main-Neckar-Bahn etliche Regionalzüge. So verkehrt stündlich der RE60 von Frankfurt Hauptbahnhof nach Mannheim Hauptbahnhof und ebenfalls stündlich die Regionalbahnlinien RB67 und 68 von Frankfurt Hauptbahnhof nach Schwetzingen bzw. Heidelberg Hauptbahnhof, die bis Neuedingen-Friedrichsfeld als gemeinsamer Zug verkehren. RE und RB ergänzt sich zwischen Frankfurt und Darmstadt zum gemeinsamen Halbstundentakt. Anschließend ist die RB so viel langsamer, dass keine Ergänzung mehr entsteht. Dafür wird die RB aber ab Bensheim von der ebenfalls stündlichen S6 Bensheim-Mainz zum Stundentakt ergänzt,
die wie die RB alle Halte bedient, aber nicht nach Heidelberg und Schwetzingen, sondern nach Mannheim weiterfährt, wohin man ausgehend von der RB in Neuedingen-Friedrichsfeld in den RE umsteigen muss. Außerdem verkehrt die RB 67 teilweise über Schwetzingen hinaus bis Hockenheim und die RB 68 regelmäßig über Heidelberg hinaus bis Wiesloch-Walldorf. Auf RE 60, RB 67 und RB 68 verkehren wie auf dem RE 70 der Riedbahn die Twindex-Doppelstock-Triebwagen der Baureihe 446, auf dem RE meist einzeln, auf der RB aufgrund der Zugteilung logischerweise doppelt. Auf der S6 der S-Bahn Rhein-Neckar verkehren wie auf der S9 die Triebwagen der Baureihe 463, besser bekannt als Mireo. Ausgehend von Frankfurt verkehren auf der Main-Neckar-Bahn zusätzlich noch die stündlichen Linien RB 61 nach Dieburg und RB 62 nach Eberbach, verlassen diese aber bereits in Dreieich-Buchschlag bzw. Darmstadt-Erhalgen. Zwischen Darmstadt Hauptbahnhof und Darmstadt Eberstadt verkehrt zuletzt noch die stündliche RB 66, die anschließend nach Pfungstadt abbiegt. Zudem ist insbesondere südlich von Darmstadt ein reger Güterverkehr von meist 2 bis 4 Güterzügen pro Stunde zu beobachten. Widmen wir uns zuletzt der Strecke von Mainz über Worms nach Mannheim. Hier herrscht zweistündlicher Fernverkehr, hergestellt durch die IC-Linie 55 mit dem unglaublichen Laufweg von Dresden über Leipzig, Magdeburg, Hannover, Dortmund und Köln nach Stuttgart. Sie verkehrt mit IC2-Garnituren und 146er-E-Loks. Fünfmal am Tag gesellt sich die ICE-Linie 32 Köln-Stuttgart hinzu, die auf diesem Abschnitt zusätzlich in Worms hält. Sie verkehrt zweimal als kurzer ICE1, durchgebunden aus der Linie 19 von Berlin kommt, einmal als kurzer ICE4 auf der Relation Dortmund-Klagenfurt und zweimal als lokbespannter IC, davon einmal einstöckig nach Oberstdorf und einmal zweistöckig aus Norddeich. Nur zweimal am Tag verkehrt zwischen Mainz und Mannheim noch die ICE-Linie 45 Köln-Wiesbaden-Stuttgart mit ICE-3-Triebwagen. Im Regionalverkehr werden 2 zweistündige Regionalexpresslinien des Südwestexpress, kurz SÜWEX, angeboten. Einmal der RE14 Frankfurt-Mainz-Mannheim und einmal der RE4, der gen Süden von Mainz nach Karlsruhe, gen Norden von Karlsruhe durch gen Frankfurt verkehrt. Beide sind mit 5-teiligen Flirt 3 in Einfachfraktion unterwegs. Hinzu kommt auch hier ein überall haltendes Angebot, bestehend aus der S6 aus Bensheim, die im Abschnitt Mannheim-Mainz halbstündig unterwegs ist. Auch hier sind logischerweise die Mireo-Triebwagen im Einsatz. Hinzu kommt auch auf dieser Strecke Güterverkehr, meist aber weniger als ein Zug pro Stunde. Damit können wir nun zum Konzept während der Sperrung kommen. Dieses gilt wie angesprochen grundsätzlich vom 15. Juli bis zum 14. Dezember. Im Fernverkehr kann es während dieses Zeitraums trotzdem zu weiteren Abweichungen über dieses Schema hinauskommen, was an der Überlagerung mit anderen Baustellen, beispielsweise der Sperrung der Schnellfahrstrecke Frankfurt-Köln während der Sommerferien, liegt. Wir wollen hier aber nur das reguläre Konzept betrachten und beginnen mit dem Fernverkehr. Dabei ist die Riedbahn, oh Wunder, nicht nutzbar, was entsprechende Umleitungen und Ausfälle erfordert. Widmen wir uns zunächst den Linien 20 und 22. Die Linie 20 kommt bekanntermaßen aus Zürich. Sie hat mit gerade einmal 16 Minuten Fahrzeitverlust mit Abstand die geringsten Einschränkungen zu verzeichnen. Möglich ist das dadurch, dass ohne Umweg über Mannheim von Hockenheim aus in Richtung Main-Neckar-Bahn durchgefahren wird. Einziger Zwischenhalt zwischen Karlsruhe und Frankfurt ist dann Darmstadt. In Frankfurt verkehrt die Linie dann nicht wie gewöhnlich nach Hamburg, sondern passt stattdessen perfekt in die sonst von der Linie 11 befahrene Trasse über Erfurt und Leipzig nach Berlin. Die Fahrzeit von Zürich aus nach Leipzig und Berlin verkürzt sich damit sogar im Vergleich zu außerhalb der Sperrung um 20 Minuten. Auch Darmstadt profitiert von den Direktverbindungen in die Schweiz und in den Osten Deutschlands. Mannheim geht in Bezug auf diese Linie leer aus. Auch Fahrgäste von Zürich nach Hamburg sind mit 50 Minuten Fahrzeitverlust negativ von der Umleitung betroffen. Schauen wir uns als nächstes die Linie 22 an, die regulär aus Stuttgart kommt
und sich vor allem durch den Fahrtrichtungswechsel am Frankfurter Flughafen auszeichnet. Sie fährt bis Mannheim in etwa wie früher, führt den Fahrtrichtungswechsel dann aber bereits dort durch und verkehrt dann ebenfalls über Darmstadt nach Frankfurt, von wo aus die Trasse der ICE-Linie 12 über Braunschweig nach Berlin erreicht wird. Zwischen Stuttgart und Frankfurt verlängert sich die Fahrzeit um etwa 15 Minuten. Von Stuttgart nach Berlin, hier bietet die reguläre ICE-Linie 11 eine zweistündige Direktverbindung, benötigt man 20 Minuten mehr Zeit. Profiteur ist wieder Darmstadt mit etlichen neuen Direktverbindungen. Da diese Umleiter die Main-Neckar-Bahn aber zusätzlich belasten, müssen dafür die dort regulär verkehrenden Fernzüge aus dem Fahrplan gestrichen werden. So verkehrt die Linie 26, Karlsruhe-Stralsund, die gesamte Sperrung über nur zwischen Frankfurt und Stralsund bzw. zum Teil auch Westerland und die Linie 62, Frankfurt-Klagenfurt, erst ab München zu ihren Zielen in Österreich. Während in Darmstadt stattdessen durch andere Fernzuglinien etliche neue Verbindungen geschaffen werden und die Linie 62 sogar teilweise ersetzt wird, dazu gleich mehr, gehen Bensheim und Weinheim komplett leer aus. Auch das südlich von Heidelberg gelegene Diesloch-Walldorf verliert in dieser Zeit seinen Fernverkehrsanschluss. In Bruchsal fällt etwa jeder zweite Fernzug weg. Nur noch ein Intercity-Zugpaar Frankfurt-Stuttgart zum Austausch von Intercity-2-Garnituren innerhalb Deutschlands bedient die Halte Bensheim, Weinheim und Wiesloch-Walldorf, ebenso wie einzelne Flixtrain-Züge. Machen wir weiter mit den eben schon angesprochenen Linien 11 und 12 und beginnen mit der Linie 11. Diese kommt aus Richtung München über Ulm gen Mannheim gefahren, wo sie bekanntermaßen einen Anschlussknoten mit der Linie 43 aus Basel bildet. Das wird soweit alles beibehalten. Beide Linien fahren anschließend allerdings eine linksrheinische Umleitung und halten als nächstes in Mainz. Gleiches gilt eine Stunde versetzt für die Linien 12 aus Basel und 42 aus München, womit zwischen Mannheim und Mainz eine stündliche Fernverkehrsverbindung und von Mainz aus neue Direktverbindungen in den Süden Deutschlands entstehen. Dafür wird aber die Intercity-Linie 55 zwischen Köln und Stuttgart komplett gestrichen. Einzige Ausnahme sind zwei Einzelleistungen, die immerhin noch bis Mainz und dann weiter nach Frankfurt Hauptbahnhof verkehren. Auch die fünf Zugpaare der Linie 32 werden im betroffenen Abschnitt gekappt. Sie enden entweder bereits in Köln oder Koblenz oder verkehren erst ab Stuttgart. Das führt in Summe zum Verlust sämtlichen Fernverkehrs in Bingen und Worms sowie zu einer Reduzierung um etwa 50% in Remagen, Andernach, Koblenz und Vaihingen an der Enns. Immerhin können Fahrgäste zwischen Mainz und Köln aufatmen, schließlich bekommen diese eine neue stündliche Direktverbindung über Wiesbaden spendiert, da die Linien 42 und 43 ihre Fahrt auf diese Art und Weise fortsetzen. Wiesbaden ist damit der größte Profiteur der Riedbahnsperrung. Schließlich ist hier ohne Wegfall von Leistungen eine Verdreifachung des Fernverkehrsangebots zu verzeichnen und eine Fahrzeit von unter einer Stunde nach Köln regelmäßig im Angebot enthalten. Damit wird naturgemäß auch die Linie 45 mit ihren zwei Leistungen obsolet, womit Wiesbaden und Limburg Süd, Montabaur und Co. jetzt nicht mehr direkt verbunden sind. Die Fahrt von Mainz nach Köln ist über die Schnellfahrstrecke jetzt 35 Minuten schneller als am Rhein entlang. Aus Richtung Basel, München oder Stuttgart ist die Fahrzeit in die Domstadt während der Umleitung hingegen 25 Minuten länger. Auf den Linien 42 und 43 kommen während der Sperrung abweichend ICE-3-Züge zum Einsatz. Die Züge erreichen Köln in einer zur Verknüpfung mit anderen Linien ungünstigen Zeitlage und enden daher dort. Für die Weiterfahrt gen Hamburg werden vorübergehend zwei vollständig neue Fernverkehrslinien eingeführt. Zum einen die Linie 46, die am Frankfurter Hauptbahnhof beginnt und ab dem Flughafen die Trasse der Linie 42 übernimmt. Und zum anderen die Linie 48, die Linie 43 ebenfalls ab dem Flughafen ersetzt, allerdings nicht etwa aus Frankfurt Hauptbahnhof, sondern aus München kommt. Dabei wird von München bis Darmstadt die ICE-Linie 62 ersetzt, allerdings ohne Halt in Weinheim und Bensheim aufgrund zu kurzer Bahnsteige. In Darmstadt werden so weitere neue Verbindungen geschaffen. Stuttgart und Köln werden 45 Minuten langsamer als heute zusätzlich miteinander verbunden. Auf diesen beiden neuen Linien sind ICE-4-Triebwagen zum Einsatz. Aufgrund des Mehrangebots auf der Schnellfahrstrecke Frankfurt-Köln beginnen die internationalen Linien 78 nach Amsterdam und 79 nach Brüssel in Frankfurt um etwa 15 Minuten früher, da sie durch die Linien 42 und 43 aus Wiesbaden aus ihrer Trasse verdrängt werden.
Aber wieder zurück zu den Linien 11 und 12, deren Betrachtung wir in Mainz abgebrochen haben, deren Reise aber selbstverständlich auch darüber hinaus weitergeht. Über die Mainzer Güterumgehung und Frankfurt Höchst geht es nach Frankfurt Hauptbahnhof, wo nach einem Fahrzeitplus von satten 45 Minuten ein Übergang in die sonst von den Linien 20 und 22 befahrenen Trassen nach Hamburg stattfindet, was weitere neue Direktverbindungen ab Mainz erzeugt, ansonsten aber keine weiteren Fahrzeitverkürzungen auf sonst schlechter gestellten Relationen erzeugt. Zuletzt wären dann noch die Züge gen Frankreich zu betrachten. Drei Zugpaare nach Paris starten weiterhin in Frankfurt und werden ohne Halt über Darmstadt umgeleitet. Alle anderen starten erst in Mannheim oder abweichend in Heidelberg. Das gilt auch für den Zug von und nach Marseille, der nur bis Mannheim verkehrt. Der Eurocity Express von und nach Mailand kann dagegen ab Frankfurt verkehren. Er wird gen Süden über Darmstadt und gen Norden über Mainz, beides jeweils ohne Halt, umgeleitet. Die größten Nachteile ergeben sich auf Basis dieses Konzepts zwischen Mannheim und dem Frankfurter Flughafen, wo sonst drei Züge innerhalb von 2 Stunden verkehren. Hier verkehrt daher als Kompensierung ein halbstündiger Ersatzbus, der 1 Stunde für diese Reise benötigt und damit 1/2 Stunde langsamer ist als die ICEs, die sonst über die Riedbahn fahren würden. Damit sind alle Riedbahnlinien soweit versorgt und so gut es geht umgeleitet und ersetzt. Trotzdem gibt es weitere Abweichungen im deutschen Fernverkehrsnetz während der Riedbahnsperrung. Dies zeigt sich am deutlichsten im Komplettausfall der ICE-Sprinterlinie Frankfurt-Berlin über Erfurt und Halle. Vermutlich reicht der Fahrzeug- und Personalpool nach den ganzen Abweichungen rund um die Riedbahn schlicht nicht mehr aus, um auch dieses Angebot zu bedienen. Ich persönlich finde das zwar nachvollziehbar, halte den konkreten Ausfall dieser Linien allerdings für Trickserei. Schließlich kann man sich so im Bereich der Riedbahn im Glanz der Aufrechterhaltung 2/3 aller Leistungen sonnen und zugleich klammheimlich auf nicht über das Ried verkennenden Linien den Mehraufwand durch Ausfälle kompensieren. Nun gut, genug zum Fernverkehr. Werfen wir einen Blick auf das Konzept im Regionalverkehr. Auf der Riedbahn selbst entfallen daher selbstverständlich alle Leistungen des RE70 sowie der 3 S-Bahn-Linien. Diese Linien werden durch ein ausgeklügeltes Ersatzbusnetz ersetzt, welches nicht exakt den Ursprungslinien entspricht und auch stark auf Querverbindungen zu anderen Strecken setzt. Es macht daher Sinn, sich zunächst das veränderte Angebot auf den Strecken in der Umgebung anzusehen. Insbesondere auf den direkten Umleitungsstrecken ist dabei zugleich auch eine Anpassung des Regionalverkehrs aufgrund des zusätzlichen Fernverkehrs nötig. So wird auf der Main-Neckar-Bahn die RB6768 zu einem RE68 hochgestuft und beschleunigt. Mit dem zugleich verlangsamten RE60 ergibt sich ein harmonisches halbstündiges Angebot mit Halt aller Linien in Langen, Darmstadt Hauptbahnhof, Zwingenberg, Bensheim, Heppenheim, Weinheim, Ladenburg und Neuedingen-Friedrichsfeld. Der RE60 hält zusätzlich in Darmstadt Süd, Bickenbach und Heddesheim-Hirschberg. Der RE68 dafür in Darmstadt-Eberstadt, Hindern-Alsbach, Bensheim-Auerbach und Laudenbach. Die Trassenlage bleibt ausgehend von Frankfurt grob gleich. Allerdings tauschen beide Linien ihre Abfahrtszeiten. Das heißt in der Praxis, der RE60 startet immer zu Minute 6 in Frankfurt. Er ist bis Mannheim 1 Stunde und 15 Minuten unterwegs. Damit ist er 4 Minuten langsamer als der heutige RE70 und 8 Minuten langsamer als der klassische RE60. Der RE68 startet in Frankfurt immer zu Minute 32 und benötigt bis Heidelberg 1 Stunde und 19 Minuten. Das sind 17 Minuten weniger als die klassische RB68. Um Mannheim und Heidelberg ohne zeitaufwendige Zugteilung jeweils halbstündig zu erreichen, starten in Neuedingen-Friedrichsfeld entsprechende Anschlusszüge. Dafür beginnen stündlich Fahrten der S5 Heidelberg-Eppingen bzw. S51 Heidelberg-Aglasterhausen bereits in Mannheim Hauptbahnhof mit Abstecher über Friedrichsfeld, um in allen Richtungen Anschlüsse nach Mannheim und Heidelberg herzustellen. Das Nachsehen haben in diesem Konzept vor allem Schwetzingen und Wiesloch-Walldorf, deren Anschluss an die RB67 und RB68 ersatzlos gestrichen wird. Das entspricht zwischen Neuedingen-Friedrichsfeld und Schwetzingen einer vorübergehenden Stilllegung im SPNV, da keine Leistungen auf dieser Strecke verbleiben. Auch der Verkehr auf der S6 zwischen Bensheim und Mainz wird fast vollständig eingestellt. Übrig bleiben jeweils 2 Züge im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr, die mit Ausnahme von Weinheim-Sulzbach und Weinheim-Lützelsachsen alle Halte bedienen. Auch die RB66 Darmstadt-Pfungstadt muss vollständig entfallen.
Da bei diesem Konzept, abgesehen von den beiden genannten Halten in Weinheim, jeder Ort eine mindestens stündliche Anbindung in beide Richtungen behält, aber der Verkehr zwischen den einzelnen Orten aufgrund der alternierenden Haltepolitik beider REs massiv erschwert ist, werden hierfür zusätzliche Busse eingerichtet. Alle 30 Minuten verkehrt die Buslinie 67N ab Darmstadt Hauptbahnhof nach Bensheim. Dabei besteht immer ein etwa 10- bis 15-minütiger Umstieg an beiden Endpunkten an die Züge des verbleibenden Regionalverkehrs. In Darmstadt Süd und Eberstadt wird direkt an den Bahnhöfen gehalten. Ansonsten wird zur Kürzung der Fahrzeiten oft an Durchgangsstraßen im Ort gehalten, was in der Regel sogar die Anbindung der Orte stärkt oder zum Beispiel in Alsbach einen zusätzlichen Umstieg zur Straßenbahn schafft. Ein ähnliches Bild gibt sich für die Buslinie 67S zwischen Bensheim und Ladenburg, ebenfalls jeweils mit Anschlüssen zu den Regionalzügen, hier zusätzlich auch in Weinheim. In Bensheim, Heppenheim, Weinheim und Ladenburg wird am Bahnhof gehalten, sonst wieder im Ort. Damit steht das Konzept auf der östlichen Umleiterstrecke und wir können auf die andere Rheinseite wechseln, wo ebenfalls eine starke Umstrukturierung stattfindet. Aus den beiden RE-Linien 4 und 14 wird ein stündlicher Stadtexpress SE14 gebastelt, neben den regulären Halten des klassischen RE14 auch in Frankenthal Süd, Osthofen, Guntersblum, Oppenheim, Nierstein, Bodenheim und Mainz Römisches Theater hält. Er ist damit 11 Minuten langsamer als sonst und ersetzt zugleich auch jede zweite S6. Diese fällt infolgedessen nur noch im Stundentakt und lässt die Halte Mettenheim, Alsheim und Mainz-Laubenheim aus, was sie um 4 Minuten beschleunigt. Die beiden Linien sind so gelegt, dass sich zwischen Worms und Mannheim ein grober 30-Minuten-Takt ergibt. Die ausgelassenen S-Bahn-Halte werden mit Ersatzbussen bedient. So verkehren jeweils mit Anschluss gen Mannheim zweimal pro Stunde ein Bus zwischen Mainz-Laubenheim und Bodenheim. Fahrgäste von Mainz-Laubenheim aus in Richtung Mainz werden auf den Stadtbusverkehr verwiesen. Nur alle 2 Stunden verkehrt der Ersatzbus zur Anbindung von Alsheim und Mettenheim, der in Guntersblum startet und in Worms endet. In allen 3 Unterwegsortschaften wird dabei im Ortskern gehalten. Der RE4 Mainz-Karlsruhe verkehrt während des Konzepts im Übrigen erst ab Speyer, mit sich zwischen Ludwigshafen und Speyer ein Wegfall an Verbindungen ergibt und die Gesamtverbindung Mainz-Speyer oder Mainz-Karlsruhe deutlich an Attraktivität verliert. Neben diesen Umleiterstrecken, die zusätzlich unter den zusätzlichen Fernverkehrszügen leiden, werden aber auch einige weitere, vor allem quer verlaufende Strecken auf die Sperrung vorbereitet. So wird die stündlich verkehrende RB63 Bensheim-Worms über Bürstadt zwischen Bürstadt und Worms zum 30-Minuten-Takt verdichtet, womit sich aus Sicht des Halts Hofheim auch die wegfallende RB62 Biblis-Worms kompensiert wird. Für die Kurzpendel Worms-Bürstadt wurde die nur 2,5 Kilometer lange Strecke zwischen Hofheim und Bürstadt bis Juni 2024 sogar elektrifiziert. Vermutlich werden hier auf der S6 und S9 freigesetzte Mireo-Triebwagen pendeln. Auf dem Langläufer Worms-Bensheim werden voraussichtlich Doppeltraktionen der hier regulär verkehrenden Lind-Triebwagen eingesetzt. Eine weitere Querverbindung stellt die RB75 Aschaffenburg-Darmstadt-Wiesbaden dar. Sie verkehrt regulär über Mainz Hauptbahnhof. Das ist aber aufgrund der zusätzlichen ICEs dort nicht möglich. Der stündliche Haupttakt wird daher über Mainz-Kastel umgeleitet. Die Zwischentakte enden außerhalb des Berufsverkehrs bereits in Mainz-Bischofsheim. Im Berufsverkehr sind sie hingegen auf die RB26 Zwischentakte Mainz-Bingen durchgebunden und ermöglichen so eine direkte Fahrtmöglichkeit Darmstadt-Bingen. Da die Züge hierfür 10 Minuten früher ab Darmstadt fahren müssen, ist dafür aber keine Durchfahrt aus Aschaffenburg mehr möglich, sprich jeder zweite Zug wird in Darmstadt gebrochen. Es gibt dann also stündliche Züge von Aschaffenburg nach Wiesbaden, von Aschaffenburg nur bis Darmstadt und von Darmstadt über Mainz nach Bingen. Den Mehrverkehr nach Bingen deckt die HLB größtenteils mit ihrer regulären 1440-Flotte ab. Ein Umlauf wird von der sonst auf der RB26 verkehrenden Transregio unter dem Produktnamen Mittelrheinbahn gefahren. Es kommen dann also auch die Siro ML oder Mireo der MRB bis nach Darmstadt und 1440 der HLB bis nach Bingen. Nachdem sicherlich insbesondere die letzte Meldung einige überrascht hat, ist auch das Konzept für die Riedbahn selbst sehr ausgeklügelt und nicht so plump, wie man das von vielen anderen Ersatzverkehren kennt. Im 30-Minuten-Takt verkehrt die Ersatzbuslinie RE70 zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Mannheim-Lutzenberg.
Die Lücke zwischen Lutzenberg und Hauptbahnhof soll mit der Mannheimer Straßenbahn zurückgelegt werden. In den Tagesrandlagen, in denen die Straßenbahn seltener oder gar nicht fährt, fahren die Busse zum Teil selbst bis zum Hauptbahnhof. Mit Halt in Mannheim-Neckarstadt. Die Haltepunkte Mannheim-Handelshafen und Mannheim-Käfertal werden damit nicht von Ersatzbussen bedient, sind aber ausreichend durch Straßenbahnen erschlossen. Der Bus RE70 verkehrt ausgehend von Frankfurt zunächst ohne Halt bis Riedstadt-Goddelau und hält dann mit Ausnahme von Bobstadt an allen Unterwegsorten, wobei in der Regel nicht am Bahnhof, sondern an Durchgangsstraßen im Ortszentrum gehalten wird. Der Bus braucht für seine gesamte Reise 2 Stunden und 15 Minuten. Selbstverständlich muss man aber nicht die gesamte Strecke im Bus zurücklegen, da es auch eine ganze Reihe an Querverbindungen gibt. So startet in Darmstadt alle 30 Minuten der Bus Q1 mit Anschluss aus Frankfurt, dessen erster Halt Riedstadt-Goddelau ist. Er hält dann bis Gernsheim überall, anschließend bis Bürstadt gar nicht und ab dort wieder überall. Zum Vergleich, die Fahrt von Frankfurt nach Gernsheim dauert mit dem Bus RE70 1 Stunde und 12 Minuten und mit RE60 und Q1 nur 48 Minuten. Um dieses Schema auch für Großrohrheim und Biblis zu wiederholen, existiert die Buslinie S91, die gleich mehrere Zwecke erfüllt. Sie startet mit Anschluss aus Frankfurt alle 30 Minuten am Darmstädter Hauptbahnhof und verkehrt zunächst mit Halt in Darmstadt-Eberstadt nach Pfungstadt. Hier wird die RB66 ersetzt. Anschließend geht es nach Gernsheim und von dort mit Halt überall außer in Bobstadt bis Mannheim-Lutzenberg. Die Fahrzeit ausgehend von Frankfurt gleicht dabei der, die man bei einer durchgehenden Fahrt im Bus RE70 hätte. Südlich von Bürstadt ergibt sich mit den Buslinien RE70, Q1 und S91 ein Angebot von 6 Bussen in der Stunde, die aber keine reine Verteilung aufweisen. RE70 und S91 fahren im exakten 15-Minuten-Versatz, die Linie Q1 mogelt sich ungleich dazwischen. In Bürstadt kreuzt die RB63, die Anschlüsse nach Worms und Bensheim herstellt. Wer beispielsweise von Biblis nach Mannheim will, kann dies entweder mit der Busdirektverbindung tun, der Mannheimer Hauptbahnhof wäre so nach 1 Stunde und 12 Minuten erreicht. Mit Umstieg in Bürstadt und Worms lassen sich demgegenüber aber bis zu 6 Minuten einsparen. Bobstadt ist bisher noch gar nicht angebunden worden. Hier wird auf die reguläre Buslinie 652 verwiesen, die für den Zeitraum der Riedbahnsperrung aber zum 30-Minuten-Takt verdichtet wird. Damit haben wir das Konzept im Süden der Strecke weitgehend betrachtet und können wieder in den nördlichen Bereich wechseln. Dort kennen wir derzeit nur den Bus RE70, der ja aber ohne Halt zwischen Riedstadt-Goddelau und Frankfurt Hauptbahnhof durchfährt. Hinzu kommt sage und schreibe 4-mal in der Stunde der Bus S7 zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Riedstadt-Goddelau, der bis auf Niederrad alle von der S-Bahn erschlossenen Ortschaften bedient. Dabei wird in Walldorf und Groß-Gerau sogar 2-mal gehalten, wobei der zweite Groß-Gerauer Halt am Bahnhof der RB75 liegt, um Anschlussbeziehungen in Richtung Mainz und Darmstadt herzustellen. Der Bus S7 verkehrt in einem wechselnden 10-20-Minuten-Takt. Die sich in diesem Takt öffnende Lücke wird von der im 30-Minuten-Takt verkehrenden Buslinie S72 gefüllt, die in Frankfurt-Niederrad startet und ab Frankfurt-Stadion dem Bus S7 folgt und mit diesem einen 10-Minuten-Takt bildet. Der Bus S72 endet allerdings bereits am Bahnhof Groß-Gerau-Dornberg. Dort besteht aber dann immer Anschluss an den ebenfalls halbstündig verkehrenden Bus S71. Dieser hat seinen Ausgangspunkt am S-Bahnhof Gateway Gardens unweit des Frankfurter Flughafens und folgt dem Verlauf von S7 und S72 ab Walldorf mit Ziel Riedstadt-Goddelau. Damit wird die Fahrzeit zum Flughafen im Vergleich zum Umweg über Frankfurt Stadion verkürzt, wenngleich sie trotzdem über der regulären Reisezeit mit echten S-Bahnen liegt. Abgerundet wird das Angebot durch den ebenfalls alle 30 Minuten verkehrenden Bus Q2 von Frankfurt Hauptbahnhof bis Mörfelden der S7 folgend und anschließend umsteigefrei durch bis Darmstadt Hauptbahnhof. Für dieses gigantische Busangebot von über 1000 Busfahrten pro Tag hat die DB Regio insgesamt 150 Busse neu beschafft, die ein einheitliches lilanes Ersatzbusdesign erhalten haben und in Zukunft die Ersatzverkehre aller anstehenden Generalsanierung übernehmen sollen. Sie bieten einen einheitlichen Standard hinsichtlich Barrierefreiheit, WLAN, Steckdosen, Gepäckablagen und Sitzkomfort. Auch die aufwendige Rekrutierung von über 400 Busfahrern konnte laut DB passend abgeschlossen werden. Der Durchführung des Verkehrs sollte also nichts im Wege stehen. Nachdem wir uns jetzt sehr lange mit dem Personenverkehr beschäftigt haben, ist bei uns, wie in vielen anderen Artikeln und Berichten, der Güterverkehr mal wieder vollständig ignoriert worden.
Auch er muss auf andere Strecken verteilt werden und leidet auf den Strecken Mainz-Mannheim und Darmstadt-Heidelberg unter den zusätzlichen Fernverkehrsumleitern. Da man Güterzüge schlecht durch noch so ausgeklügelte SEV-Konzepte ersetzen kann, müssen diese wohl oder übel auf den verbleibenden Strecken mitschwimmen. Hier dürfte die im Personenverkehr versuchte Harmonisierung der Fahrzeit in Form einer Verlangsamung des Fernverkehrs bei gleichzeitiger Beschleunigung des Nahverkehrs helfen, da die Streckenkapazität immer dann am höchsten ist, wenn Züge einander mit gleicher Geschwindigkeit folgen können. Ansonsten stünden als Umleiterstrecke nur die sehr weit abseits liegenden Routen Koblenz-Trier-Saarbrücken-Mainz und Frankfurt-Würzburg-Osterburgen-Mannheim zur Verfügung. Wie weit dort Kapazitäten verfügbar sind, möchte ich hier nicht bewerten. Eine Strecke mit definitiv freien Kapazitäten ist die Allsenzbahn Bingen-Kaiserslautern. Sie ist immerhin vollständig zweigleisig, allerdings nicht elektrifiziert. Der Netzbetreiber DB InfraGo plant daher, angemietete Dieselloks zur Verfügung zu stellen, um EVUs ein Umleiten über diese Strecke attraktiver zu machen. Da bin ich sicherlich genauso gespannt wie ihr, inwieweit diese Option genutzt werden wird. Ausgerechnet der auf der Rheinachse so zahlreiche Containerverkehr fällt für diese Option aber raus, da die Tunnelquerschnitte entlang der Strecke für die Containerwagen zu klein sind. Für die Nahbedienung von Anschlüssen auf der Riedbahn ist ebenfalls ein ausgeklügeltes Konzept nötig. Da entlang der Strecke auch die Bedienung mit Gefahrgut erfolgt, die sich nicht ohne weiteres auf die Straße verlagern lässt, soll nach Möglichkeit so weit wie möglich über die teilweise vorhandene Infrastruktur während der Generalsanierung auch die Anschlussbedienung in Gernsheim weiter stattfinden. Inwieweit das realistisch und durchführbar ist, wird sich ebenfalls im Rahmen der Bauarbeiten zeigen. Damit bin ich am Ende dieses Videos angekommen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und bis bald.